Zweimal mussten die Kollegen hinfahren. Gegen vier haben sie dann die Stereoanlage einfach mitgenommen. Der Besitzer kann sie sich nachher abholen. Und was hat er denn für Musik gespielt? La Paloma, immer wieder. La Paloma, oh hey, durch die tobende See, wenn das... Hey, Henning, das ist Körperverletzung, ja? Da drücken wir ein Auge zu. Was war noch? Du, die stark alkoholisierte Person, die ich auf der Parkbank in der Alster gefunden habe. Wie, du machst Doppelschicht? Streber. Er ist jung und braucht das Geld. Moment mal, ich bin jung und braucht das Geld. Der Mann, der hat so laut geschnarcht, den konnte man bis nach Altona hören. Na, sein Glück. Wer weiß, wo man ihn sonst gefunden hätte. Heute Nacht war nicht mal 2 Grad über Null. Der Arzt, der hat 2,5 Promille festgestellt. Das wirkt wie Frostschutzmittel. Die Zentralambulanz ist heute wegen Ansteckungsgefahr gesperrt. Deshalb schläft der Mann seinen Rausch bei uns aus. Wir müssen noch seine Personalien aufnehmen. Er hatte keine Papiere bei sich. So, das war's. Dann Mann an die Arbeit, Leute. Machen wir gleich los. Klar. Du solltest besser noch einen Kaffee trinken, damit du durchhältst. So, das halte ich locker durch. Ich bin nämlich auch jung und topfit. Wir können gleich los. Ich muss noch was erledigen, ja? Ist irgendwas? Ja, alles gut. Ach. Die Sekretärin meines Vaters hat mich aus Bremen angerufen. Er war seit gestern nicht mehr in der Kanzlei. Hat sich kein einziges Mal gemeldet. Obwohl er Termine hat. Wichtige. Mhm. Jetzt machst du dir Sorgen. Überhaupt nicht zu ihm. Ja, deine Mutter, die keine Ahnung, wo der stecken könnte. Die? Nein. Dein Handy ist ausgeschaltet. Wahrscheinlich hat er sich eine Auszeit genommen und sitzt jetzt bei seinem besten Kumpel und quatscht sich da den Frust von der Seele. Das ist gar keine so blöde Idee. Gib mir noch 5 Minuten, ja? Bin gleich so. Nee, du, lass mal. Ich muss schon auf mein Gewicht achten. Die flachsen mich schon alle beim Boxtraining. Mhm. Du kannst das ja vertragen. Mhm. Stimmt. Und dir ist ja eh nichts drin. Ist ja erst das dritte heute Morgen. Hilfe! Hilfe! Du, halt mal an. Halt mal zurück. Sie müssen mir helfen! Ich wurde überfallen. Das ganze Geld. Er wurde überfallen. Das ging so schnell. Wo ist das passiert? Da vorne in der Nebenstraße. So ein Typ mit dem schwarzen Kapuzenpullover. Ich seh mich mal um. Mach was. Das ging so schnell. Er hat nichts gesagt, er hat mich einfach geschlagen. Und mir ist Geld weggenommen. Wie viel Geld war es denn? 9.000 Euro. 9.000 Euro? Ja. Wir hören meinem Onkel. Ich war gerade auf dem Weg zur Bank. Okay. Sie beruhigen sich jetzt, okay? Wir kümmern uns drum. Und das sollte sich ein Arzt angucken. Fehler 21 für 21, 2, Anton, komm. Fehler 21, hört. Ein Raub, Kibbelstiegbrücke. Und? Der Täter ist flüchtig, trägt einen schwarzen Kapuzenpullover. Henning hat die nähere Umgebung abgesucht. Nichts. Nichts? Das Opfer hat eine leichte Kopfverletzung. Wir bringen ihn ins EKH. Danke, Jörg. Wenn ich was höre, melde ich mich. Ciao. Und? Er weiß nur, dass mein Vater nach Hamburg wollte. Mehr nicht. Henning und Franzi haben an der Kibbelstiegbrücke einen Raub aufgenommen. Es geht gleich an alle raus. Von dem Täter keine Spur, aber schon mal eine erste Personenbeschreibung. Das ist ein bisschen vage, ne? Deswegen sind sie mit rüber ins EKH. Das Opfer hat wohl was abgekriegt. Aber vielleicht kann er den Täter noch mal genauer beschreiben. Gut, dann schauen wir uns in der Straße mal um. Was ist mit dem Mann in der Ausnüchterungszelle? Schlafen lassen und starken Kaffee bereithalten. Für mich übrigens auch. Ich dachte, den hast du nicht nötig. Ich bin hellwach und topfit. Und warum hängt dein Schild dann schief? Netter Versuch. Der klappt auch meistens. Das ist nur eine Schürfwunde, die verheilt schnell. Ist Ihnen schlecht oder schwindelig? Ja. Hm. Haben Sie Kopfschmerzen? Auch, ja. So, ich denke nicht, dass es eine Gehirnerschütterung ist, aber wir machen sicherheitshalber noch ein CT, ja? Melden Sie ihn bitte an. Guten Morgen. Morgen. Ja. Können wir uns heute mal kurz mit ihm unterhalten? Ja, das geht aber wirklich nur kurz. Die Kollegen sind auf der Suche nach Zeugen für den Überfall.
Alles, was Sie uns über diesen Mann sagen können, ist hilfreich. Wie gesagt, es ging so schnell, dass... Können wir das vielleicht verschieben? Mein Kopf. Wollt ihr so lange warten? Das kann man dann beide dauern. Tja, dann gehen wir schon mal rüber. Ja. Ich schicke ihn nach, wenn er in Ordnung ist, ja? Okay. Danke. Danke. Sah nicht für. Tschüss. Tschüss. Ja? Kommst du? Ja. Tja, dann gehen wir mal, ne? Nichts! Bei mir auch nicht. Das gibt's doch nicht. Da wird mitten am helllichten Tag einer überfallen und keiner hat was gesehen. Ist doch immer so. Ich will nur hoffen, dass dem Jungen ein bisschen mehr zum Täter einfällt. Haben Sie den Mann vorher schon mal gesehen? Nein. Beschreiben Sie ihn nur noch mal. Ja, also er hatte so... Bitte, so genau wie möglich, ja? Also wie gesagt, er hatte so einen schwarzen Kapuzenpulli an und Jeans und so braune Westernstiefel. Hm. Hat er mit irgendeinem Akzent gesprochen? Na, er könnte Türke sein oder Araber. Ah. Vorhin haben Sie doch aber gesagt, er hat ohne Vorwarnung zugeschlagen. Also das ging alles so schnell. Er hat echt hart zugeschlagen. Ich war auch kurz K.O. Ach ja? Ja? Das heißt dann also, Sie waren bewusstlos, als der Täter Ihnen die Tasche entwendet hat, ja? Ich weiß es nicht. Jedenfalls war sie danach nicht mehr da. Junge, was war denn los? Bist du in Ordnung? Ja, es geht schon, aber... Das Geld ist weg. Tut mir leid. Mach dir keine Vorwürfe. Ist nicht deine Schuld. Gibt schon eine Spur von dem Kerl? Nein, noch nicht. Sie sind? Entschuldigung, ja. Tillmann Wiesinger. Polizeiobermeisterin Jung. Mein Kollege Hauptkommissar Staub. Hallo. Ich bin gleich wieder da, ja? Gut. Dann zeige ich Ihnen jetzt mal ein paar Fotos. Vielleicht können Sie einen der Männer als Täter identifizieren. Hören Sie. Mir geht's nicht gut. Kann ich vielleicht auf Toilette gehen? Ja, natürlich. Den Gang runter und hinter der Tür links. Ich fahre dich danach nach Hause. Aber ich muss noch zur Zulassungsstelle. Es hat auch Zeit bis morgen. Ruh dich erst mal aus nach dem Schreck. Schicken Sie Ihren Neffen des Öfteren mit so viel Geld los? Ich will, dass er mal in die Firma reinwächst. Jetzt nicht doch. Danke. Dazu gehört natürlich, dass er Verantwortung übernimmt. Schließlich soll er den Laden mal übernehmen. Ich habe keine eigenen Kinder. Und seit mein Bruder und meine Schwägerin vor 8 Jahren bei einem Unfall gestorben sind, übernehme ich die Verantwortung für den Jungen. Er ist wie ein Sohn für mich. Verstehe. Dr. Jonas? Ah, hallo, Herr Storm. Was kann ich denn für Sie tun? Es geht noch mal um diesen jungen Mann von vorhin. Steffen Wiesinger. Sagen Sie, haben Sie schon das Ergebnis der Röntgenuntersuchung vorliegen? Sie wissen doch, dass ich Schweigepflicht habe und nicht reden darf. Warum interessiert sich da die Polizei dafür? Da sehen Sie, darüber darf ich jetzt mit Ihnen wiederum nicht reden. Ich würde gerne wissen, ob dieser Schlag gegen den Kopf eine längere Bewusstlosigkeit oder gar Gedächtnisverlust bewirkt haben könnte. Hat er gesagt, dass er bewusstlos war, ja? Ja, hat er gesagt. Und dass er sich nicht mehr genau erinnern könnte. Wissen Sie, so ein kleiner allgemeiner Hinweis, ja, der wird mir ja schon helfen. Außerdem wird uns eine Menge Arbeit ersparen. Also so ganz allgemein kann ich Ihnen sagen, dass man ein Schädelhirntrauma auf dem CT in jedem Fall erkennen würde. Ah. Und auf dem CT von Herrn Wiesinger, da war nichts dergleichen zu erkennen, oder? Das habe ich nicht gesagt. Okay. Sie haben mir schon sehr geholfen, ja? Vielen Dank, Frau Doktor. Tschüss, bis bald. Bis bald. Ich mache Sie hiermit noch auf Ihre Wahrheitspflicht aufmerksam. Bei Zuwiderhandlung machen Sie sich strafbar. Eine Unterschrift genau dort, bitteschön. Danke. Wenn es Neuigkeiten gibt, melden wir uns. Tschüss. Danke erstmal. Er hat auf den Fotos leider niemanden erkannt. Haben Sie gesagt, wo Sie jetzt hinwollen? Dein Onkel will ihn nach Hause bringen. Wo willst du denn jetzt hin? Sag ich dir später.
Grüßt euch. Immer noch nichts von deinem Vater? Nee. Hast du schon die Krankenhäuser probiert? Nein. Du meinst, es gab keinen Überfall und hat das Geld selbst genommen? Ich glaube, der will uns verarschen. Aber seine Aussage passt doch nichts zusammen. Er hat das alles erfunden. Glaub's mir. Was ist? Ist was? Mir ist ein bisschen übel nur. Kein Wunder bei der ganzen Mayonnaise. Guck mal. Ach was. Hat er dem Fahrer da gerade was gegeben? Ja, sah ganz so aus. Ja. Fragen wir ihn noch mal. Herr Wiesinger, wenn Sie dann bitte mal stehen bleiben würden, wir würden uns sehr gerne noch mal mit Ihnen unterhalten. Kommen Sie mal ran. Moin. Machen Sie bitte mal den Motor aus. Was haben Sie dem Mann da eben gegeben? Gar nichts. Wieso? Keine Ahnung, was Sie meinen. Den Führerschein und den Fahrzeugschein, bitte. Henning? Peter 21 für Peter 21 zu Anton kommen. Peter 21 hört. Ich habe hier eine Personenüberprüfung. Personalien lauten auf Jakob Dietz, geboren 30.08.1975 in Osnabrück. Jo. Eine Jungfrau. Genau. Gut. Wenn Sie dann mal bitte aussteigen würden und den Inhalt Ihrer Taschen leeren würden. Und wenn ich keine Lust dazu habe. Dann hätten wir vielleicht gleich Lust, Sie mit aufs Revier zu nehmen. Also bitte steigen Sie aus, ja? Wenn Sie dann bitte Ihre Taschen entleeren würden und alles aufs Motorrad legen, genau wie die Kollegin Ihnen das gerade gesagt hat. Wie viel ist es denn? Haben Sie immer so viel Bargeld mit? Ist doch nicht verboten, oder? Nö, wenn es Ihr Geld ist, nicht. Klar gehört das mir. Wem denn sonst? 10.500. 10,5, ja. Was ist das hier? Hol es bitte mal raus. Das Geld, das hat Ihnen doch der Herr Wiesinger gegeben. Blödsinn. Wie kommen Sie denn darauf? Was hat er denn dann von Ihnen geholt? Ich habe nur nach dem Weg gefragt. Kennt mich nicht so aus in der Gegend. Ah. Hat er wirklich? Könnte ich jetzt mein Geld wieder haben? Ist meine Portokasse. Peter 21-2 für Peter 21. Ja, wir hören. Die besagte Person ist wegen mehrerer Gewaltdelikte vorbestraft, unter anderem wegen räuberischer Erpressung und Körperverletzung. Liegt momentan was gegen ihn vor? Nee, zurzeit nicht. Ich kenne den nicht. Okay. Bitte sehr. Geht doch. Übrigens. Danke, Kleiner, für den Weg. Schönen Tag noch. Sagen Sie. Sie haben uns nicht vielleicht doch was zu sagen? Kann ich jetzt gehen? Bitte, wir sehen uns. Wieso hast du das Geld nicht beschlagnahmt? Weil wir nur zwei Männer gesehen haben, die sich unterhalten haben. Außerdem, hast du bei einem von beiden etwa Geldscheine gesehen? Hä? Nein, aber... Außerdem waren es mehr als 9.000 Euro. Wir haben einen Verdacht, aber mehr auch nicht. Und wir stehen da wie die Idioten. Peter 21-2 für Peter 21. Ja, wolle wir hören. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert über diesen Dietz. Dem Mann gehört ein Stripclub auf der Großen Freiheit, die Lola Bar. Lola Bar, kenne ich. Wolle mal was anderes. Kannst du mir das Foto von Steffen Wiesinger vielleicht über die Führerscheinstelle auf mein Handy bringen? Ja, wenn mich das technisch nicht überfordert. Ja. Danke, Wolle. Also mit diesem Dietz, da kriegen wir noch Spaß. Der Name ist Hansen. Wolfgang Hansen. Ja, ich bin die Tochter, ja. Mhm, das wäre nett. Krankenhaus. Ja, ich höre.
Niemand unter dem Namen. Mhm. Er ist sehr groß, 1,90 groß, hat kurze graue Haare, sehr schlank. Auch nicht. Ja. Vielen Dank. Tschüss. 1,90, kurze graue Haare, sehr schlank? Ja. Ja, kann ja nicht sein. Was kann nicht sein? Mein Vater wird ja nicht in der Rockerjacke durch Hamburg laufen. Diese Rockerjacke? Du, war nur so eine Idee. Ja. Ich sag's dir gleich, das ist nicht dein Vater. Das glaube ich jetzt nicht. Ups, er ist es. Papa. 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 Na super. Jetzt ein bisschen eher mal was sagen können. Was denn sagen können? Ja, ich meine, ich hatte doch gar keine Ahnung. Fandst du es nicht seltsam, dass der unter seiner albernen Lederjacke Hemd und Anzughose trägt? Ehrlich gesagt, fand ich seinen gesamten Aufzug ein bisschen seltsam. Aber soll ich daraus gleich schließen, dass er mit dir verwandt ist? Findest du das auch noch witzig, oder was? Nein, aber siehst doch mal so, ja? Immerhin ist ihm nichts passiert. Nichts passiert? Meinst du, das ist normal? Mein Vater ohne Papiere in einer Ausnüchterungszelle? Keine Ahnung, ich kenne ihn ja nicht. Auch das noch. Hallo, Mama. Ja, Papa ist in Hamburg. Wir gehen jetzt gleich einen Kaffee trinken. Ach, ja. Yvonne, aber das ist jetzt hier, ja? Henning, lange nicht mehr gesehen. Wir brauchen nur eine kleine Auskunft, dann sind wir auch schnell wieder weg. Ich suche einen jungen Mann, 19 Jahre alt, blonde Haare, Igelhaarschnitt. Ja, hier kommen öfters mal ein paar grüne Jungs rein. Wirklich nicht gesehen? Keine Ahnung. Irgendwie sehen die alle gleich aus. Tja, dann müssen wir mal ein bisschen hierbleiben und deine Gäste befragen. Wir nehmen zwei Kaffee, bitte. Der war mal da. Das erste Mal mit einem Mann, der ein bisschen älter war. Aha, das heißt, er kommt öfter her? Ja, aber dann allein. Wegen Natascha, die tanzt hier ab und zu. Der war mitten hier nur noch getanzt. Und, kann man mit Natascha mal reden? Die ist nicht da, die kommt erst am Nachmittag. Und wie heißt Natascha mit bürgerlichem Namen? Franzi, gib doch mal die Funke. Hallo, Wolle? Henning hier. Machen wir doch mal eine Polas- und eine EWU-Abfrage. Wir brauchen die Hamburger Meldeadresse einer gewissen Nina Schröder. Ja, das ist aber ein seltener Name. Ne? Ich guck mal, was ich finde. Danke, Wolle. Die zum Wiesinger, die müssen sich hier schon mal über den Weg gelaufen sein. So langsam wird ein Schuh draus. Der Junge verknallt sich in die Stripperin. Kurz darauf klaut er seinem Onkel einen Haufen Geld und gibt es diesem Dietz, der wahrscheinlich ihr Zuhälter ist. Um Schulden zu begleichen? Sex auf Pump? Unwahrscheinlich. Kein Dude in Hamburg würde dem Jungen Kredit geben. Nee, ich könnte mir was anderes vorstellen. Ja, er will das Mädchen hier rausholen. Freikaufen, ganz genau. Und das ist teuer. Umsonst wird Dietz die Kleine bestimmt nicht gehen lassen. Papa, ich habe mir Sorgen gemacht. Du gehst nicht zur Arbeit, alle Welt sucht dich und ich finde dich hier in unserer Ausnüchterungszelle. Hallo. Na, ich konnte mir ja nicht aussuchen, auf welches Revier ich gebracht werde. Ja, was ist denn passiert? Bist du überfallen worden? Nee, nicht, dass ich wüsste. Wo ist dein Geldbeutel? Wo sind deine Papiere? Oh Gott. Die müssen doch in meinem Jackett sein. Und wo ist dein Jackett? Das hat Jimmy. Jimmy? Mhm. Also, alles der Reihe nach. Will wieder Gitarre spielen. So wie früher. Seit wann spielst denn du Gitarre? Das war vor deiner Zeit. Und beim wievielten Bier hast du dich daran erinnert? Nicht beim Bier, als ich diesen Musiker getroffen habe. Jimmy, der ist mein Jahrgang. Und er lebt immer so, wie er wirklich will. Ist der, der jetzt mit deinem Jackett rumrennt? Der Jackentausch war meine Idee. Hatte damals auch so eine Lederjacke. Mensch, Papa. Mir geht's bestens. Aber wenn er der Mutter ihr Leben ändern kann, dann kann ich das ja wohl auch. Ach,
doch, was ihr wollt. Ah, moin, Herr Hansen, na? Wieder auf Deck? Ah, Sie sind das von heute Nacht. Kein Orden, aber Kai reicht. Wolfgang Hansen. Papa, ich lasse jetzt erstmal deine Kreditkarten sperren. Ist da noch irgendwas von Jimmy in deiner Jacke? Coole Jacke, also bei mir stand ja immer AC/DC hinten drauf. Suchen Sie jemanden? Ja, Nina Schröder. Wohnt die hier? Ja, gleich hier im Hochparterre. Ja. Ach, sagen Sie mal, diesen jungen Mann hier, haben wir den schon mal gesehen? Ja, der war schon ein paar Mal hier. Netter Junge, hat immer gegrüßt. Mhm. Bis auf gestern. Wieso? Was war denn gestern? Gestern Abend kam er mir auf der Treppe entgegen. Aber er war nur ganz kurz da. Dann habe ich ihn schon wieder gehen sehen. Ach, junger Mann, wären Sie so nett und würden mir den Wagen raufbringen. Ja, klar. Wie hoch denn? Na, bestimmt ganz nach oben. Geht's? Ja. Was ist? Psst. Aufgebrochen. Blut. Peter 21 für 21 zu Anton kommen. Wir müssen davon ausgehen, dass Nina Schröder Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Die Kripo bittet um Mithilfe. Der öffentliche Nahverkehr und die Taxizentralen sind informiert. Foto und Personenbeschreibung haben wir rausgeschickt. Sind die Eltern schon benachrichtigt? Mhm. Die kommen aus Stuttgart. Wir haben sie noch nicht erreicht, aber die Kollegen vor Ort, die kümmern sich drum. Gut. Was ist mit Ihrem Handy? Kommen wir an die Anrufliste ran? Der Techniker arbeitet schon dran. Er versucht auch, an die Mailbox ranzukommen. Sicher wissen wir nur, dass sie zuletzt in diesem Stripclub gesehen wurde. Fühlt mal Ihrem Boss diesen Dietz auf den Zahn. Ich will den Mann hier auf der Wache haben. Machen wir. Was ist mit Steffen Wiesinger? Der war doch gestern bei ihr. Ja, aber nur sehr kurz. Und der hat allein das Haus verlassen. Heute Morgen hat er sich mit Dietz getroffen, um ihm Geld zu geben. Bestellt den Jungen auch ein. Zwischen ihm, Dietz und der vermissten Person gibt es eine Verbindung. Wir müssen herausfinden, welche. Und ich will wissen, mit wem er zum ersten Mal in dem Club war. Möglicherweise ist das ein wichtiger Zeuge. Und das alles so schnell wie möglich. Die Frau braucht wahrscheinlich dringend medizinische Hilfe. Ihre Kollegen waren doch schon da. Ich kann Ihnen über den Jungen auch nicht mehr sagen. Wir sind aus einem anderen Grund hier. Könnten wir mal kurz mit Ihrem Chef sprechen? Der ist noch bei dem Lieferanten, aber der wird wohl gleich wieder da sein. Was denn für ein anderer Grund? Bei Frau Schröder, da wurde eingebrochen. Und wir suchen sie. Ist ihr was passiert? Das wissen wir noch nicht. Wie gut kennen Sie denn Frau Schröder? Wie man eine Kollegin eben so kennt. Sie ist ein süßes, hübsches Mädchen. Hatte sie denn mal mit einem Kunden Streit? Mit dem Jungen zum Beispiel? Also von uns, ja. Erfährt niemand was. Der Junge und Sie haben sich gut verstanden. Wenn er mit dem Chef. Der ist in letzter Zeit ständig sofort auf 180. Wieso? Dann gucken Sie sich doch mal um, hier ist noch nichts los. Und abends wird sich besser. Deswegen ist der Chef hier beim Lieferanten, weil wir keine Getränke mehr kriegen. Aber das haben Sie nicht von mir. Nee, schon klar. Der Mann, mit dem der Junge das erste Mal hier war, wissen Sie noch, wie der aussah? Das war so ein blasser, kräftiger Typ. Haare zurück. Mitte 40. Aber so genau weiß ich das nicht mehr. Ist ja auch eine Weile her. Okay. Vielen Dank erstmal. Haben Sie, können Sie vielleicht einen Kaffee haben? Oh, tut mir leid. Die Maschine ist noch kalt. Ah, kein Problem. Henning. Kai hier. Ja. Tschüss. Ja, folgendes. 960 Euro, da kann man echt nicht meckern. Also alles ist drin. Sie können... Oh.
Können wir das? Sie überlegen sich's, ja? Dankeschön. Tag, Herr Wiesinger. Nein. Haben Sie den Mann, der Steffen überfallen hat? Nein, tut uns leid, so schnell geht das leider nicht. Aber wir würden gerne noch mal mit Ihrem Neffen sprechen. Er ist mit einem Wagen zur Werkstatt gefahren, wieso? Kennen Sie eine Natascha? Wer soll denn das sein? Natascha, hier. Ist ihr Künstlername. Sie arbeitet als Tänzerin in der Lola-Bar. Ja, doch. Ich habe sie schon mal gesehen. Ganz genau. Sie waren nämlich mit ihrem Neffen da. Ich habe mir ein bisschen Sorgen um den Jungen gemacht. Ach ja? Steffen hat kaum Erfahrung auf dem Gebiet, mit fast 20. Da wird man doch irgendwann zum tragischen Fall. Und da haben Sie sich gedacht, da geben Sie ihm mal ein bisschen Nachhilfe in dem Puff. Ich dachte, es kann nicht schaden, wenn er ein bisschen lockerer wird. Mein Gott, wir mussten uns doch alle mal die Hörner abstoßen. Aber ich verstehe nicht, was... Herr Wiesinger, wir fürchten, dass Ihr Neffe in großen Schwierigkeiten steckt. Sie können sich sicherlich vorstellen, weshalb wir hier sind? Nein. Wir suchen Nina Schröder. Die ist wahrscheinlich entführt worden. Welche Nina? Sie kennen sie wahrscheinlich besser unter dem Namen Natascha. Ihretwegen waren Sie das Öfteren in der Lola-Bar. Hat das was mit dem Überfall zu tun? Steffen? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Stimmt da was nicht? Aber er ist doch überfallen worden. Hast du etwa das Geld genommen? Hey, Herr Wiesinger, ganz ruhig, ja? Ich hab dir vertraut. Sie begleiten uns besser mit auf die Wache. Bitte schön. Und wenn Sie dann bitte den Wagen wegfahren könnten, damit wir rauskommen? Ja, gut. Hier ist Rauchverbot, ist schon klar, oder? So, jetzt mal Butter bei die Fische. Ich weiß nicht, wo die Kleine ist. Ich bin ihr Chef, nicht ihr Leibwächter. Aber Sie werden sich ja mal mit ihr unterhalten haben. Hatte Frau Schröder denn Probleme? Mich interessiert nicht, was die Mädchen auf dem Herzen haben, sondern auf den Rippen. Also Sie könnten sofort bei mir anfangen. Falls Sie mal keine Lust auf Uniform haben. Von mir aus auch in Uniform. Ich glaube, mein Job hier ist sicherer. Wer weiß, wie lange Sie den Laden noch haben. Er läuft nicht besonders gut. Sie brauchen Geld, Herr Dietz, und zwar dringend. Und deshalb erpressen Sie Stefan Wiesinger. Wen? An Ihrer Stelle wäre ich etwas kooperativer. Ich werde nämlich gerade in diesem Moment jemand vernommen. Und sobald seine Aussage steht, wird es ziemlich schnell sehr eng für Sie. Mhm. Kann ich jetzt gehen? Sie haben sich in Frau Schröder verliebt. Und Sie wollten nicht, dass sie noch länger an diesem Laden arbeitet. Aber dafür brauchten Sie Geld. Okay, klären wir das später. Wir wollen jetzt wissen, wo die Frau ist. Wer ist in Ihre Wohnung eingebrochen? Hm? War es Dietz? Ich weiß nicht. Ich kenne die überhaupt nicht. Ich habe vielleicht zusammen mit der gesprochen. Mensch, hör auf! Sie wurden gestern in Ihrem Wohnhaus gesehen. Kollegen von der KTU konnten das Handy von Frau Schröder wieder zusammenfrickeln. Kai und Melanie haben es da. Wenn Ihnen wirklich etwas an dieser Frau liegt, dann helfen Sie uns. Kann ich endlich gehen? Ich habe noch was anderes zu tun. Ganz ruhig. Sie tauchen ziemlich oft in der Anrufliste auf. Ihr Name ist einprogrammiert. Was kann ich dafür, wenn die Schnalle mich ständig anruft? Nee, nee. Sie haben sie auch angerufen. Gestern allein 6-mal. Das war rein geschäftlich. Hier. Die Nummer taucht auch ziemlich oft auf. Ich überprüfe mal, zu wem die gehört. Sie sind auf der Mailbox drauf. Das klingt aber nicht rein geschäftlich. Du machst jetzt, was ich sage. Ist das klar? Du lässt die Finger von dem kleinen Idioten, um den kümmere ich mich. Ich wette, mit dem kleinen Idioten ist Steffen Wiesinger gemeint. Kann sein. Kann auch nicht sein. Beweisen Sie mal, viel Spaß. Es hat Sie gestört, dass Steffen Wiesinger sich an die Kleine ranmacht. Frau Schröder ist ein hübsches Mädchen, das wollten Sie nicht verlieren. Und deswegen haben Sie sie aus dem Verkehr gezogen. Wenn Wiesinger sie haben will, dann soll er für sie blechen. Blödsinn. Aber 9.000 sind zu wenig. Der Junge soll mehr beschaffen. Und solange halten Sie Frau Schröder fest. Wo ist sie? Was haben Sie mit ihr gemacht? Das fragen Sie mich das. Mit den Verdächtigungen lacht sie jeder Anwalt aus dem Gerichtssaal. Sie haben nichts gegen mich in Hand. Gar nichts. Wenn Sie uns helfen, dann können wir Ihnen
Er hat mehrmals mit der Kleinen telefoniert. Zuletzt kurz bevor sie verschwunden ist. Hä? Weißt du was, Junge? Ich hab langsam so richtig die Schnauze voll. Das Mädchen ist in großer Gefahr. Und wenn dir was passiert, ich schwöre dir, dann bist du mit dran. Ist dir das klar? Wenn ich doch nicht weiß, wo sie ist. Henning, komm mal. Ich glaube, an diesem Punkt sagt er die Wahrheit. Er weiß, dass Frau Schröder in Gefahr ist. Und deshalb wird er gegen Dietz nicht aussagen. Dietz hat ihn in der Hand. Er hat Angst, dass wir ihn hier behalten und Dietz laufen lassen. Wie läuft's bei Melanie und Kai? Dietz weiß, dass wir nichts als Vermutungen haben. Der Mann ist eiskalt. Wie? Was jetzt? Wir können ihn doch nicht laufen lassen. Doch. Genau das machen wir. Wir lassen beide gehen. Die Zivilfahnder hängen sich sofort an ihn ran. Und die anderen Kollegen sind schon an Dietz dran. Das heißt, wir müssen abwarten? Ja, meinst du, mir schmeckt das. Aber hier auf der Wache kriegen wir jedenfalls nichts aus den beiden heraus. Martin hat recht. Im Moment bleibt uns gar nichts anderes übrig. Ist gut, wir bleiben in der Nähe. Das ist verstanden, Peter 2123. Steffen Wiesinger fährt zum Gebrauchtwagenhandel. Dietz ist weder auf dem Weg zu seinem Laden noch zu seiner Wohnung. Er fährt in Richtung Hamm-Mitte. Das Ganze in der Nähe von Schröders Wohnung. Die kann ja doch überall sein. Wie wär's damit? Ja. Peter 21 für 21 zu Anton kommen. Peter 21 hört. Wir haben einen Hinweis auf die Zielperson. Die Chefin des Motels hat Nina Schröder auf dem Foto erkannt. Und gestern früh hat ihr einen Mann mit ihr eingecheckt, auf den die Beschreibung von Dietz passt. Wir gehen jetzt in das Zimmer rein. Das ist verstanden, Peter 21-2. Sie ist sich ziemlich sicher, dass sie das Zimmer seitdem nicht verlassen hat. Ist jemand bei ihr? Sie sagt nein. Gucken wir durchs Fenster. Schröder? Sauber. Das war nicht meine Idee. Michael für 21-2 Anton, komm. Michael hört. Ihr könnt die Suche nach Nina Schröder abblasen. Wir haben sie. Ist verstanden. Das war alles Jackos Idee. Jakob Dietz. Er hat mitbekommen, dass Steffen sich in mich verknallt hat. Und habt ihr beiden euch überlegt, wie den Jungen am besten ausnehmen könnt, ja? Nicht ich. Jacko. Er wollte 15.000 als Ablösesumme. Steffen konnte aber nur 9.000 besorgen. Ach so. Und da haben sie diese Entführung hier inszeniert. Um Steffen zu beweisen, wie ernst das ist? Steffen und ich waren gestern Abend bei mir in der Wohnung verabredet. Wo kam das Blut her? Ach, das? Das sollte doch alles echt aussehen. Also habe ich meine Sachen durcheinander gebracht. Dabei ist mir ein Glas kaputt gegangen. Ich habe mich nur geschnitten. Aber ich komme dafür nicht ins Gefängnis, oder? Ich meine, das war Jackos Idee. Sie haben mitgespielt. Weil er mich dazu gezwungen hat. Er hat gesagt, er bricht mir sonst den Arm. Ach Gottchen, mir kommen gleich die Tränen. Da setze ich natürlich lieber mit einer Pizza vor den Fernseher. Hä? Pass mal auf, Mädchen. Hör auf mit dieser naiven Tour. Die zieht nämlich bei uns beiden nicht. Ist dir eigentlich klar, was ihr da angerichtet habt? Die halbe Hamburger Polizei hat nach dir gesucht. Was ihr beiden da gemacht habt, ja, das ist das Vortäuschen einer Straftat. Dazu kommt wahrscheinlich auch noch räuberische Erpressung, mindestens. Haben Sie sich eigentlich mal einen Kopf um Steffen gemacht? Dem sind Sie so viel wert, dass er seinem Onkel verdammt viel Geld geklaut hat. Ich weiß. Das tut mir auch leid. Aber was hätte ich denn machen sollen? Hör auf, ich kann's nicht mehr hören. Wo ist Dietz jetzt? Ich weiß nicht. Mädchen, ich warne dich. Okay. Ich glaube, er ist mit Steffen verabredet. Er hat ihm bis heute Abend Zeit gegeben, den Rest aufzutreiben.
Und wo soll Steffen das Geld hinbringen? Na, in den Club. Was hätten Sie eigentlich gemacht, wenn er das Geld zusammenbekommen hätte? Ist die Waffe angemeldet? Ja, natürlich. Henning. Ist was passiert? Steffen ist verschwunden. Er hat einen Brief geschrieben, in dem er sich bei mir für den Diebstahl entschuldigt. Das ist aber leider noch nicht alles. Ich glaube, er hat meine Pistole mitgenommen. Die Schublade ist aufgebrochen. Männer? Ja, wahrscheinlich wollte er einen Tresor, aber nach dem Vorfall heute früh hat der Wiesinger den Code geändert. Nachdem er kein Geld gefunden hat, hat er wahrscheinlich einfach die Pistole gegriffen. Ist doch scheiße. Was kann er nur damit vorhaben? Na, was kann er damit wohl vorhaben? Sind die Kollegen noch an Steffen Wiesinger dran? Nee, die wurden abgezogen, nachdem er sie gefunden hat. Oh Mann. Na los, wir müssen sofort zur Lullaber. Franzi? Sie kommen am besten mit, damit er sieht, dass Sie in Sicherheit sind. Das glaubst du nicht, dass er die Waffe auch benutzt? Der Junge ist total verzweifelt, für den ist es der einzige Weg, wenn er dir helfen will. Na, den Mist glaubt, den sie erzählt haben. Das hätte ich ja alles nicht gewollt. Peter 21 an alle, bitte äußerste Vorsicht, die Zielperson ist bewaffnet. Ich wiederhole, Zielperson ist bewaffnet. Hast du das Geld? Was soll denn das? Du hast gesagt, du kannst noch mehr besorgen. Ich hab's versucht, aber es ging nicht. Verschwinde! Komm erst wieder, wenn du den Rest hast. Ich hab dir 9000 Euro gegeben. Und jetzt lass Natascha frei. Nee, Junge. So billig kommst du mir nicht davon. Wir versuchen von hinten in den Laden zu kommen. Jo. Okay. Wir brauchen dringend Verstärkung. Große Freiheit, Lullaber. Hey, Mann, Vorsicht! Ich geb dir noch 2 Tage. Nein. Du sagst mir jetzt sofort, wo sie ist. Hey, komm, Kleiner, mach keinen Scheiß. Ja, die könnte geladen sein. Du zeigst mir jetzt, wo sie ist, sonst. Mann, das ist doch das Mädel gar nicht wert. Das war alles ihre Idee. Wo ist sie? Sag mir, wo sie ist! Die Entführung war ein Fake. Ich Fake? Fake? Verstehst du? Du lügst. Ich glaub dir kein Wort. Dem Mädchen geht's gut. Steffen, hier ist Henning Storm von der Polizei. Bleib ganz ruhig, ja? Hier, meine Waffe. Die lege ich jetzt hier auf den Boden. Weil ich möchte, dass du deine Waffe auch auf den Boden legst. Ja, Natascha. Nee, Natascha ist bei uns in Sicherheit. Ihr lügt. Ihr lügt beide. Natascha ist hier. Nina, komm rein. Hier. Natascha. So, jetzt hast du sie gesehen. Und jetzt möchte ich, dass du deine Waffe da auf den Boden legst. Hm? Ganz ruhig. Na los. Sag ihm, dass das auf deinen Mist gewachsen ist, bevor der hier noch durchdreht. Jetzt willst du mir noch die Schuld in die Schuhe schieben? Du warst doch hinter dem Geld her! Und du wusstest, wie wir das Geld beschaffen können, weil sein Onkel Kohle hat. Du hast mir das alles nur vorgespielt? Tut mir leid. Er hat mich dazu gezwungen. Von wegen, das war doch gar nicht nötig. Du warst doch genauso scharf auf das Geld. Ach, du lügst doch, wenn du den Mund aufmachst! Hör auf, verdammt nochmal! Los! Hab ich aber die Schnauze voll! Los! Nimm's nicht so schwer. Du bist echt ein netter Junge. Wirklich, ist mein Ernst. Vielleicht ein bisschen zu nett. Komm jetzt. Die Netten werden immer von irgendwem gelingt. Steffen. Gott, bin ich froh, dass hier nichts passiert ist. Ich habe vorhin nur Mist gebaut. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir alles hin. Wenn wir alles aufgenommen haben, dann kann er erst mal wieder nach Hause. Ganz schön was abgekriegt. Ach, scheiße. Sollte sich mal jemand im EKH angucken. Hä? Da ist doch ein Arzt. Ja, aber ich kenne eine Ärztin, die würde sich rührend um dich kümmern. Ich weiß nicht, wen du meinen könntest. Mhm. Sicher? Sicher.
Eine Doppelschicht schlaucht ja doch ganz schön. Ja. Feierabend? Ah, war ein ganz schön langer Tag. Ja, das kenne ich. Blöd, wenn da zu Hause niemand auf einen wartet. Ich wollte dich eigentlich zum Essen einladen, aber ohne Brieftasche. Ah, die ist wieder aufgetaucht. Ah. Samt deinem Jackett. An Jürgen Wolf hat sie vorhin bei Wolle vorbeigebracht. Kannst mich also gerne einladen? Wenigstens ein Happy End heute. Ja dann, noch einen schönen Abend, ne? Ja, auch. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Also der Herr Wolf, Jimmy, der würde doch gerne seine Jacke wieder haben. Ach so, ja, natürlich. Du bist nicht nur wegen mir nach Hamburg gekommen, stimmt's? Sondern wegen Mama. Wollte eigentlich mit ihr sprechen, aber ja, als ich sie dann mit ihrem Freund gesehen habe, da konnte es einfach nicht. Vermisse sie sehr. Ich weiß.